Wanderstall bekommt man den Spezial für die Monster in Rage. Okay. Da musst du mir noch rechtzeitig Bescheid sagen, wir bannen Yodo Dragon. Ja. Das bekommen wir auch noch hin. Keine Sorge, Blockfox. Das schaffen wir. Sehe ich jetzt aber auch kein so ein Problem. Wieso setze ich mich hin und esse? Ich sollte vielleicht erstmal die nächste Quest aussuchen. Okay. Ich merke schon, es wird mir ein bisschen spät. Ich würde sagen, letzte oder vorletzte Quest. Kommt drauf an, wie lange sie geht. Aber fast schon eher letzte. Boah, dann sind wir heute nicht zwingend vorbei. Ich meine, wir haben ein paar geschafft. Ja. Ja, wobei doch, wir hatten hier die Kaltblütige-Kombination. Eine halbe Seite war es auf jeden Fall. Okay. Jugendvermählter Wildjäger. Jungvermählter Wildjäger. Was? Jungvermählt? Was? Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ein Naturaler griff meine Frau an und ehe ich mich versah, jagte ich ihn durch den Urwald nach. Ich bin kein Jäger, hilf mir, bevor meine Frau zur Witwe wird. Okay. Das verstehe ich jetzt. Hast du mal vor, Dark Souls 3 zu streamen, also Seelen farmen? Nein, habe ich nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich Seelen farmen werden muss. Ansonsten finde ich es ein bisschen schwach. Najaralla hat bestimmt keine gute Dingsabwehr. Keine gute Schock-Paralyse-Abwehr. Wow, das hat jetzt lang gedauert. Aber wir können... Da können wir, denke ich, wieder auf das Chargeblade wechseln, auf das Explosions-Chargeblade. Das ist da, glaube ich, keine schlechte Sache. Weil da ein bisschen blocken ist keine schlechte Sache und die Bomben haben ihn, glaube ich, auch ganz gut eingeheizt. Gut, was wollte ich denn jetzt sagen? Wollte ich irgendwas überhaupt sagen? Kommen auch Eventquests? Später mal ja, aber ein paar kommen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Machen wir weiter mit dem nächsten Vieh. Ich muss dann auch echt später mal schauen, was ich denn oder wie ich es denn tun werde. Ob ich neben dem Doppelkling noch was anderes spielen werde? Wahrscheinlich schon. Und wahrscheinlich wird dieses andere Langschwert sein. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was ich da vorhab oder was ich da machen werde. Gut, dann kann es ja losgehen. Schauen wir nochmal kurz nach den Waffen. Das passt. Das passt. Das passt. Hier habe ich die Rüstung nicht angeschaut. Gut, passt alles. Wunderschön. Wunderschön. So, Monsterbrühe kann weg. Den Rest brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Aber kann's losgehen. Alle bereit? Nee, Maron fehlt. Nee, Maron ist da. Ah, jetzt ist Maron da. Okay. Wunderschön. Oh, jetzt haben wir gleich zwei Sprengsachen. Und eine Dios-Axt. Sehr schön. Na, das wird dann ein Sprengfest. Ja, bin ich mal gespannt, wie es der alten Schlange gehen wird. Oh, Basiscamp. Naja. Da ist ja das Problem dran. Wie steht's mit der Arena? Arena werden wir wahrscheinlich auch wieder machen. Vor allem auch deswegen, weil es wahrscheinlich wieder ein paar coole Sachen dafür gibt. Lass mal heute den 2-DLC von The Fallout anschauen. Es gibt schon einen zweiten. Nö, ich habe den ersten auch noch nicht angeschaut. Und ich bin wahrscheinlich auch viel zu unterlevelt dafür. Deswegen, wahrscheinlich nein. Dragon, wo hast du die Elektro-Doppelklingen von Sinogre? Die gibt's nicht im Shop. Die musst du erst upgraden. Schau dir am besten dafür mal einen Waffenbaum an. Weil das ist ein bisschen knifflig gemacht bei Doppelklingen manchmal. Um die Sinogre zu finden. Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr genau, wieso. Falls es die Quest Nackt und Devil Yo gibt, kannst du die dann machen. Oh, gibt es? Okay, ja, gerne. Machen wir vielleicht wieder zur... Nee, 200. Folge wird nichts. Das wird ein bisschen knapp, ne? Schauen wir mal. Vielleicht wieder zu irgendeiner besonderen Folge. 200 oder 250 oder sowas. Machen wir die bestimmt wieder. Ist ja mal eine witzige Sache. Das ist gar nicht gut. Das ist... Wow, was... Wo bin ich denn? Aua, danke. Dreckschlange, das wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Sie ist etwas anderes, aber ohne Rüstung. Und raus.
Okay, willkommen zurück, Tim Lavant. Ja, Waffenbäume gibt's meistens bloß auf Englisch. Ja, musst du dich theoretisch dann damit abfinden. Such einfach nach Zinnober-Material oder nach Blitzwaffen und guck dann, welche Waffen die haben. So muss es theoretisch machen. Anders geht es wirklich nicht. Du könntest die Quest ja zum Einstieg zum G-Rank machen. Ich glaube nicht, weil da die wahrscheinlich G-Rank sein wird. Das wäre, glaube ich, eine uncoole Sache. Im zweiten DLC von Fallout musst du kein bestimmtes Level haben. Du musst nur in dem Baumodus vom Dorf im Dorf nachschauen. Okay. Das ist interessant. Wir werden mal sehen. Vielleicht ein bisschen später. Keine Ahnung. Habe ich was verpasst? Ja, ein paar Monster, aber nichts Großes. Okay, da hat sie nochmal gesprengt. Sehr schön. Da auf jeden Fall auch nochmal. Oh Gott, der ist ein bisschen weit gegangen. Oh, nein, 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 nein. Du holst mich da bestimmt nicht. So, wunderschön. Na also, da haben wir jetzt richtig drauf. Oh, okay, ich wollte es gerade abbrechen, aber es passt. Oh, ah, du Drecksvieh, was war das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hätte schief gehen können. Freunde, wollt ihr da raus? Najralla ist groß, ja. Das stimmt wohl. Au, ach, verdammt. Und da raus. Ich glaube, die Quest ist High Rank. Ah, okay. Ich könnte es mir mal anschauen, aber ich glaube... Ich glaube, es wäre wirklich cooler, wenn man das zu einer besonderen Sache machen würde. Vielleicht ist der Einstieg vom G-Rank ja 200. Wow, voll ins Gesicht gehauen. Wow. Oh. Da ist was. Wieso? Wer pinkt? Wieso? Hast du eine Falle gelegt? Oh, tatsächlich. Oh, ein Schreckenschnabel. Mann, das dauert zu zeichnen. Naja, ein Comic ist nochmal ein bisschen komplizierter als ein Dings. Als ein einfaches Bild, ne? Drauf nochmal. Wunderschön. Na also, das geht doch gerade ziemlich gut, muss man sagen. Gegen die alte Schlange. Und das war's. Wunderschön. Wunderschön. Wurde schon gewechselt? Nein, Wechsel steht noch an. Ich bin gerade bloß am überlegen, ob wir vielleicht noch eine Quest machen. Davor. Eigentlich schon, weil wir auch ein bisschen spät angefangen haben. Eine Quest wäre noch drin. Vor allem, wenn es so eine einzelne ist. Hätten wir das, glaube ich, noch gebacken. Wäre witzig, wenn der Einstieg von G-Rank die 200. Quest, die 200. Folge wäre. Das wäre schon arg witzig, ja, aber es könnte passen. Das ist es halt. Wenn ich mir so überlege, wir sind jetzt bei 146. Und es kommt noch einiges im High-Rank. Hm. Ah, ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Vor allem die Quests werden jetzt halt immer länger. Das ist es. Man sieht ja jetzt halt schon deutlich, dass wir nicht mehr so gut vorankommen wie in den anderen Aufnahmen. Ist natürlich nicht schlimm, das war ja geplant und es sollte ja auch so sein. Aber ja, deswegen, also so um die 200. Soll mega lag, ich glaube wegen Pokerstream, okay. Interessant. So, was haben wir denn hier? Aha. Klopfer und nochmal ein Schreckenschnabel. Wunderschön. Gibt es auch den Gormagala im High Rank? Ja, gibt es. Ist bloß ein bisschen knifflig zu finden. Wunderschön. Dragon, das kommt auf YouTube. Ist das eine Frage? Wenn ja, dann ja, es kommt auf YouTube. All das hier kommt auf YouTube. So, wie geht's weiter? Was kommt als nächstes? Gelähmt verfu... Wow. So viel dazu. Ein Gormagala.
wäre das nächste. Die Quest ist High Rank, ohne Rüstung Talisman. Man schaltet sie beim bestimmten Hunter Rank frei. Okay. Okay. So, Gormagala im High Rank. Den hatten wir jetzt noch gar nicht. Was nehmen wir da? Er ist ab Jägerrang 80, glaube ich. Ach du Große. Ja gut, dann ist es ja G-Rank. Dann ist es zwar High-Rank, aber machen können wir es ja trotzdem nicht. Ich bin auf YouTube, yay. Ja, das bist du. So. Nein! Nein! Verdammt. Vor allem, es hat doch kurz gelaggt, dass ich so dachte, ich könnte es noch abbrechen. Ach, verdammt nochmal. Naja, egal. Was nehmen wir denn da? Nimmst du Gildenkarten an? Ja, tue ich. Gildenkarten, ja, Freundesanfragen, nein. Nehmen wir Feuer? Oh, ich habe, oh, stimmt. Wow. Oh, ich habe Lähmung, ja, Ich bin ein, Wann ist hieß um Gore? Nehmen wir jetzt nehmen wir jetzt Feuer? 170 Feuer, oh, 200 Gift. Feuer wäre stärker, ne? Ne? Ja, und ist blau. Ich nehme Feuer. Also Feuer ist einfach... Oh, da ist die Gildenkarte. Okay. Feuer ist halt an sich einfach bloß stärker. Was ist das für ein komisches Zeichen dort oben? Eine Freundesanfrage. Nein. Aber ich kann auch nochmal kurz... Gildenkarte senden. An alle senden. Ja. Und eine erhalten. Ja. Okay. Willkommen zur neuen Folge Dragon Sortiert. Ja. Okay, ich gehe wieder, das Leck mir zu hart. Okay, danke, dass du dabei warst. So, Naturalerzeug weg. Es gibt eine Quest, die um den Jägerrang freizuschalten, aber eine für G-Rank. Man kann es also machen, ohne G zu sein. Oh, gibt's es? Das war ja in den anderen Teilen immer, also zumindest in Tri-Ultimate, war's ja gekoppelt. Nicht wahr? Zumindest war es in G-Rank gekoppelt. Das ist mein erster Livestream Monster Hunter 4, den ich verfolge, dein Let's Player auch auf YouTube. Okay, danke. Freut mich, dass du natürlich dabei bist. So, ist ein Platz zum Essen oder was machst du? Ja, ich weiß gerade nicht, was ich mache. Ich habe gegessen, ne? Ne, ich habe nicht gegessen. Ich habe den Chat gelesen, das war das Problem. Ich wollte doch die Quest annehmen. Ach Mann, ich bin gerade wieder abgelenkt. Das ist wieder spät, sorry. Ich merke, dass es wieder spät wird. Ich achte zu sehr auf den Chat und zu wenig auf das Spiel. So, jetzt aber, meine Güte. So, da, gelähmt, verfurcht. Er blinkt und weswegen? Wegen mir? Spritzsaft? Danke. Ja, jetzt. Danke für den Spritzsaft. Nullbeeren haben wir. Haben wir hier noch dieses komische Dampfzeug? Ja. Okay. Los geht's. Alle bereit? Wunderschön. Gormagala, sein Name lässt erwachsene Männer zu ihren Müttern rennen. Erwarte keine frohe Jagd bei diesem Wesen. Sein schwarzer Nebel verschluckt alles. So scheint es wohl. Oh, im Urwald. Das ist mies. Nivea-Hype beginnt langsam. Allerdings kann man G erst machen, wenn man den Jägerrang freigeschaltet hat. Wenn man die dringende zum G erst dadurch freistellt. Ah, okay. Dann ist es so rumgekoppelt. Na gut. Wie macht man Sprintsaft überhaupt? Schau nach. Das weiß ich jetzt gerade eben nicht. Also ich kann es auch kurz nachschauen. Sprintsaft, also ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Sprintsaft, Katalysator und blutiges Steak. Nagor, lange her. Sehr, sehr lange her, dass wir uns begegnet sind. Naja, gar nicht so lange, wenn man überlegt, dass... Hattet ihr beim ersten Mal Gormagala Probleme? Nein. An sich kein Stück.
Okay. Ja, aber schauen wir mal. Ist ja jetzt mein erster High-Rank-Gore, den ich hier so erledige. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Ob er neue Tricks dazugelernt hat oder ob er immer noch der alte Gore ist, der, naja, nicht so viel kann. Ah, gar nicht gut. Hilfe. Okay, alles gut. Oh Gott. So, da nochmal drauf. Vielleicht wäre Lähmung hier doch gar nicht schlecht gewesen mit drei anderen Leuten. Naja, egal, egal. Vor allem später dann. Oh, wow. Da ist er irgendwie komisch hingefallen. Das sah merkwürdig aus. Okay, deswegen. Jetzt verstehe ich's. Haigor haut rein. Ja, ja. Scheint mir wohl so. Holt sich jemand noch Overwatch? Ich eigentlich eher nicht. Muss ich mal schauen. Es sieht auf jeden Fall nach einem schönen Spiel aus, aber eher weniger. So, kann ich jetzt bitte mal? Danke. Das Loswerden jetzt hier einfach draufhämmern. Oh Gott, der Arme. Der kann ihm fast schon leid tun, muss man sagen. Wow. Au, ey, das hat noch getroffen. Wow. Oh Gott. Nein, weg, weg, weg. Ja. Das hätte schlimm geendet. Oh, stimmt natürlich. Wir haben jetzt den Mühlstein wieder. Das hilft ja auch bei ihm an sich. Nicht wahr? Ich meine, wenigstens wegen dem Virus. Klar, es ist kein Monster mit Virus. Aber so generell. Erst wenn es nicht mehr 40 Euro kostet, das war der angelegte Release-Preis. Es kommt halt drauf an, was so Content dabei ist für 40 Euro, sagen wir es so. Ansonsten geht 40 Euro mehr oder weniger. Ich bin ja gar nicht mehr so aktiv. Keiner vermisst mich, wie es scheint. Nee, wir wussten ja, dass du gerade eben zeichnest, deswegen. Das ist ja klar, dass wenn du zeichnest, es nicht dann gleichzeitig noch die ganze Zeit Party machst im Chat. Vermissen tun würde ich schon, aber wir warten jetzt alle gespannt auf den Comic. Wir sind Geister alle bei dir. So, da nochmal drauf. Wunderschön. Ich glaube, wir hauen ihn gerade ziemlich gut um, den Haigor, muss man sagen. Oh, und da ist er aggro. Nee, doch noch nicht. Das fehlt mir halt gerade eben noch. Ah ja, eigentlich schon. Die Färbung wird es erklären. Wow, ich habe gerade ein bisschen wenig Leben. Sollte langsam... Ja, ist er. Okay. Was ist deine Lieblingswaffe? Waffenart, meinst du? Dann ist es Langschwert und Doppelkling. Okay, das wird nichts. Der ist gerade da hinten beschäftigt. Und außerdem haben wir ein paar... Ne, wir haben zwei Doppelklingen. Doch, wir haben aber eine Insektengliefe. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ja, der Agro Haigor scheint jetzt ein bisschen fies zu sein, ne? Ja, genau, wegen sowas. Fieses Biest, vor allem verdammt groß. Oh Gott, mit diesen Flügeln jetzt noch draußen. Puh. Das ist... Puh. Vielleicht wäre da... das ist nicht gleich horny, okay. Vielleicht wäre es da besser gewesen. Gott, aua. Doch die Lähmwaffen mitzunehmen. Wäre vielleicht, wie gesagt, nicht schlecht. Okay, und da ist er wieder normal, sehr schön. So, wo ist der? Humpelt er schon? Nee, das sah... Oh doch! Aber wieso stoppt der Attack? Ach, willst du ihn fangen? Okay. Let's sleep, jo. Dann lassen wir es schlafen. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil ich brauche sowieso auch Golmagala-Sachen. Deswegen passt mir ganz gut. So, jetzt am besten nicht direkt hochrennen. Also nicht direkt hochrennen, ne? Weil schlafen und so. Na gut.
Ihr seid eh schon oben, das heißt. Oh, er hat uns euch nicht gesehen. Gut, das heißt, er hat schon geschlafen. Doch, er hat euch gesehen. Na dann. Lassen wir ihn halt nicht schlafen. So, legt jetzt jemand eine Falle? Okay, dort oben. Ich hätte sie unter ihm gelegt, so ungefähr. Naja, es wird schon passen. Gleich zwei, wow. Da kriegt er ordentlich aufs Fressbrett. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Haha, ist meine Falle gegangen. Nice. Sehr schön. Sie ist so gedacht, ich will dort drin sterben. Ich kenne das Gefühl, wenn ich einfällt, dass ich noch Eistee zu Hause habe. Nein, kenne ich nicht. Ich trinke keinen Eistee. Wunderschön. Jetzt schauen wir mal, was wir so alles von ihm bekommen haben. Ich meine, die Hörner ja nicht. Bringen Wühlsteine beim Gore überhaupt was? Sie sollten es so weit bringen, weil er macht ja auch Virusschaden. Also die, klar, ihn rauszuhauen bringt nichts. Ich habe sie gelegt. Ja, aber ich stand davor. Die anderen sind ja alle zur Schockfalle gegangen. Es war meine Falle, weil ich davor stand, deswegen. Na klar, natürlich hast du sie gelegt. Das verstehe ich schon. Aber ich denke, das habe ich mich auch gefragt, ich denke, diese Verteidigung bringt was, weil er ja auch Virusschaden macht. Deswegen, und die Stärkung auch, also das sollte eigentlich was bringen. Also der Effekt an sich, denke ich, bringt was. Nur ganz klar, man kann ihn nicht aus dem Virusmodus bringen. Okay, einen Reißer haben wir, sehr schön. Ein Timeout kostet 3,50. Für die, die nochmal fragen. Was? Flügel, okay. Ein Fühler. Ja gut, das war ein normaler Fühler, verdammt. Na gut, trotzdem gar nicht verkehrt. Oh, das erklärt einiges. Okay, das erklärt wirklich einiges, weil der war verdammt groß.